Ich begrüße euch zurück zu meinem Part von Let's Play Mario Party Superstars. Wir fangen mit dem ersten Spielbrett an. Und zwar erstmal mit der Erklärung von Toad, oder? Okay, spielt ihr zum ersten Mal auf dem Spielbrett? Nein. Also erst wird einfach mal gewürfelt, das ist ja, wer die Startposition hat und wenn, ob es die niedrigste oder höchste Zahl war, die höchste, jawohl. Dann fange ich nämlich an, dann kommt Peach, dann Yoshi und dann Waluigi. Dann bekommt jeder ein paar Münzen für den Start und dann geht's auch so los. Und dann schauen wir nochmal, wer den Stern ergattern wird. Ich bin gespannt. Ah, das hat richtig, richtig Flair von so einem alten Party. Ich fühle es, ich fühle es. Das ist super. Yes, dann legen wir erstmal los. Let's go. Runde 1. Mario ist am Zug. So, und bis Gleis 7. Das ist dann mal ein Brett. Und ein paar Münzen bekommen. Perfekt. Ha, du schaffst nur einen Zug. Oh, aber gleich ein Ereignis. Toadette wird gefressen und Bowser kommt hin. Oh nein. Also haben Bowser uns dann die Plätze getauscht. Okay, also man sollte auch nicht dorthin, wo Bowser jetzt gerade ist. Das wäre, sag mal, ein bisschen ungünstig. Auch da, wo ich bin. Eieiei. So, jetzt schauen wir mal, was Luigi bekommt. 10. Krass. Oh, nach jedem kostet das mehr. Krass. Dann geht da nicht mal durch. So. Eins versus drei, okay. Ui, was ist denn das für ein Minispiel? Ich kenne dich gar nicht. Ja. Oh, das war ein bisschen kacke. Scheiße. Nein! Luigi, komm! Als ob wir das nicht geschafft haben, da hochzukommen. Wir haben uns aber auch so dumm angestellt. Aber ich habe immer so weit danach nach unten gerutscht, ey. Das gibt's doch nicht. Nein! Okay. Shit happens. So, sehen wir uns in der zweiten Runde. Let's go. So, doch mal, was ich würfeln werde. Ich bin gespannt. Jawohl, 8. 17 müssen wir stellen, müssen wir da lang. Dann machen wir doch. Itemladen. Doppelwürfel. 5 Münzen. Wäre das denn cool? Aber dass man eine Wundzahl des Würfels wäre, sind auch cool, aber es holen wir erstmal den. Das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Und ich muss vor allem viel Geld bekommen, damit ich mir eben einen eventuellen Stern kaufen kann, ne? Komm, komm, jawoll, dafür halte ich es auch so, Vincent, so muss das. Yes. Das ist es. Man hofft immer so ein bisschen so auf Pest, dass die anderen irgendwie auf Pestfelder landen und es irgendwas eskaliert. So, das ist eigentlich voll fies, aber ehrlich, man macht es halt einfach immer. Das ist irgendwie so ein Ding, ich weiß nicht. So, Luigi hat das letzte Mal 10. Da hat es auch wieder 7, also der. Und jetzt ist ein Stern und holt gar keinen Bock. Ah, da hat sich so ein Glückseinwürfel geholt.
Ja, der wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Weiß nicht. Also Tim, wo habt ihr Stern, ist ehrlich gesagt. Wie wär's dann mit erklären? Ist auch sehr cool, dass die keine Videospiele mehr erklären, keine Minispiele mehr erklären. Bin ich nicht fertig? Ich glaube schon. Das ist es! Safferin toll. Yes. Da bis wir haben wir uns denn gut bekommen jetzt, ne? Jawohl, 10 Stück. Sieg. Wer ist das? Was ist das? Mit das Unbelievable und glaubt mir, es ist falsch. Mario Time. So, jetzt will ich einmal auf dem Spielbrett ein bisschen umschauen. Da bin ich. 9 sind es bis im Stern. 20 Münzen gegen Stern, 20 Münzen habe ich. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Doppelwürfel einsetze, müsste es mit Glück, jawoll, 19 Stück haben und auf jeden Fall am Stern vorbeikommen. So, hol es ein. Ist ja klar. Und nochmal kann ich sicherlich keinen kaufen. Und wenn es so nochmal vorbeikommt, wird da viel mehr einfach 10 Münzen. Ein bisschen belastend ist. Ah, ich wollte aber sogar wieder 10 Münzen bekommen, aber ich glaube, das bleibt sogar da, ne? Ist ja witzig. So, 23 Münzen, so muss das, ne? Das ist ja mal richtig, richtig gut gelaufen. Was ist es? So, sagen wir mal, ob sich Pizza auch was holt. Okay, minus 3, was war das? Ah, Pestwürfel. Wozu holt man? Gut, dann kann man das holen, wenn man genauer 1 bis 3 dann irgendwie noch entfernt ist, glaube ich. Ach, was ist das? Was? Ja, vor allem nicht viel kostet, weil ich nicht. Hier hat noch keiner richtig viel Pest, das ist ja krass. Ja, der bekommt jetzt auch einen Stern. Also klar. Aber wir hatten auch nicht genug Münzen, hahaha. Der verkackt. So, was haben wir auch jetzt für ein Minispiel kommt. Hau den Pucki. Ja, weil das sieht sehr gut aus so mäßig. Das ist es. Das Essen ist, wie macht man das eigentlich? Nee, gar keine Erklärung in der Form. Ja, man kann es dran gewöhnen, auf jeden Fall. Yes. Ich denke mal, wenn ich einfach einen Part machen muss. Ein Spielbrett, irgendeins. Zusammen mit Kumpelspiel einfach, weil es cool ist, vielleicht auch mal zwei. Jedenfalls denke mal, nicht alle. Das sind auch in diesen Aufnahmen, aber ein, zwei können wir vorstellen, dass wir einfach machen. Das hier nicht allein spielen, sondern zusammen mit Kumpels. Und schauen. Ja. Ich wusste gar nicht, was schon mal dann irgendwie in die andere Richtung gehen sollte, irgendwie das. Kann ich nicht nachvollziehen. Hier kann man sich eine Zahl 1 bis 10 machen. Aber ich glaube, ist dann die eher so ein Doppelwürfel, so. Hier kann man halt sagen, welche man will. Komm, machen wir das. Ich hab das Geld dafür derzeit. Oh, ich bin wieder auf dem Glücksfeld. Jawoll, und da ist genau fast wieder drin. Das ist doch wild. Nur, das ist wie das letzte Mal, ist doch richtig wild. Nur, ich bin ein bisschen irritiert, ich stoppe. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 10 würfel, dann habe ich halt nur diese 10 Felder. Wenn ich aber mehr als 10 entfernt bin, wird es halt kacke. Ach, der hat gegen mich eingesetzt. Oha, wie kann ich mir das antun? Kann die Prinzessin Peach Mario sowas hat?
antun, das ist so schlimm. Abgesehen davon läuft bis jetzt das Story nicht gut, finde ich. So, jetzt haben wir Luigi dran. Glückswelt. Oh, eine Item-Tasse. Das ist cool, also damit kann man endlich viele Items reintun. Oh, und er hat auch noch Items bekommen. Krass. Das ist wild. Jetzt was haben wir was jetzt von mir bekommt? Der Fallball. Oh nein, man darf nicht runterfallen. Scheiße, das wird langsam erst weniger. Nein, wie unnötig. Ist einfach runtergefallen, wenn man wusste, dass der ist, der da bleibt. So, Rotz. Jetzt war ein Rotz. Gibt's trotzdem noch Geld für mich? Immerhin 3, aber 3 ist auch fast nix. Ah, es hätte mehr bekommen sollen. Egal, ist halt jetzt so. So, 9 bis zum Stern. Ich kann wählen zwischen 1 und 10, glaube ich, aber es muss den einen machen. Ah, der hat auch noch ein Pestfeld. Okay, die Runde war mal gar nichts. Dann holt sie ihn halt in der nächsten Runde ab. Mir auch wurscht. Vielleicht kommst du sogar schon dann ohne das Item hin. Könntest dann das nächste Mal. Oh nein. Oder halt auch nicht, weil die umgetauscht werden, Mann. Er hätte die Pizza nicht eingesetzt, hätte jetzt mal einen zweiten Stern bekommen, so eine Rotze. Gibt's doch nicht. Ach, so dumm, so dumm, so dumm. Aber das ist halt manchmal. Madig. Oh, und das Minispiel, da war die Münzen. Oh nein. Ich gehe in die 3. Nein, 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 ah. Scheiße, jetzt nehme ich Gleis. Müll, man hätte einfach draußen bleiben sollen aus dem Teil der Verliste, jetzt verkackt. Wir waren auch alle, war alles voll. Das ist so fies. Boah, 20 Münzen. Oh, was hätte das gewinnen müssen. Die ganzen sind ja alle viel mehr Münzen wie es. Okay, es sind noch 5 Runden an. Die 5 Runden gibt es in der extra Part zu sehen. Jetzt wird es so ein Quince. Da macht's gut und ciao.